Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid, das freut mich sehr. Wir haben letztes Jahr uns gedacht beim Kongress, wir machen mal ein Theaterstück und machen das in Saal 2. Und das war super. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir machen ein Theaterstück und machen das in Halle H. Und es ging nicht, weil aus Gründen. Und dann hatten wir ein anderes Stück, das wir gesehen hatten und das uns angeboten worden ist. The Time is Right. Es geht um Zeitreisen, es geht um Urheberrecht, um Kunst. Und wir sind sehr froh, dass wir dieses Stück haben. Es ist ein Creative Commons Stück. Man kann es sich kostenfrei im Netz runterladen. Man kann es streamen, so viel wie man will. Man kann es modifizieren, man kann es übersetzen. All diese Dinge, was wir heutzutage beim Theater nicht oft haben. Dieses Stück wurde von der Gruppe selbst geschrieben. Ich habe es in Berlin in der Seabase, hat es Premiere gehabt, gesehen gehabt. Das sind auch Menschen, die in und um die Seabase herum existieren und dort irgendwie leben und arbeiten und irgendwie Zeug machen, unter anderem halt auch Theaterkulissen bauen, wie man sieht, Mate trinken und Poster aufkleben, wie man da hinten sehen kann. Wenn ihr das Stück sehen, also selbst mal spielen wollt oder nochmal nachlesen wollt, ihr findet das im Internet, kostenfrei, ganz legal, es ist total super, kann sich ein Verlag wie Rowohlt mal eine Scheibe von abschneiden, die kriegen das nämlich nicht hin. Bei Stücken, die wir seit vielen, vielen Jahren schon kennen. Ich wünsche euch jetzt in den nächsten 90 Minuten unglaublich viel Spaß mit dem Theater! Liebes Publikum, dass ihr heute alle so zahlreich zu unserer Premiere erschienen seid, das ist wirklich erfreulich und wir sind sehr dankbar. Wie ihr vielleicht wisst, bedarf es für so eine Inszenierung immer sehr, sehr vieler Menschen, die mit viel Engagement und Herzblut bei der Sache sind. Das reicht von den wunderbaren Kollegen dort hinten an der Technik, die so fleißig an den Reglern schieben. Dankeschön. Bis hin zu unserer Maske, die ja auch ganz wunderbare Arbeit geleistet hat. Und auch wir, genau, Applaus. Auch wir, die heute Abend hier vor euch auf der Bühne standen, waren ja nicht ganz unbeteiligt bei der ganzen Sache. An dieser Stelle muss ich dann auch wie immer nochmal unseren Unterstützern und Sponsoren danken. Das sind namentlich Universal Disney Fox, Empyrean Hoverboards und Tim Melzer Döner Paradies. Vielen Dank. Auch in unserer kleinen, illustren Truppe gibt es natürlich eine Person, die im Hintergrund immer alle Fäden zusammenhält. Das Mastermind, das weiß, was zu tun ist und immer die richtigen Worte findet. Das ist unser Regisseur und auch Intendant dieses wunderschönen Theaters, Chrissy. Ihm gebührt unser großer Dank und ich würde jetzt einfach vorschlagen, er zieht sich so ein bisschen, dass wir uns jetzt alle nochmal gemeinschaftlich dazu hinreißen lassen, zu klatschen. Und vielen Dank. Ich bin ganz, ganz überwältigt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so eine Freude gewesen, mit euch diese Premiere hier zu machen. Und wir hatten ja auch so viele Hemmnisse und wir haben es geschafft. Wir haben also dieses wundervolle Stück hier ge... Hallo? Hey? Was? Kein Papier da sein. Papier da. Okay. Im Namen des Urheberleistungsschutzrechtsgesetzes. Sie werden angeklagt. Sie haben die Pflicht zu schweigen.
Alles, was Sie jetzt sagen, kann und wird gegen Sie lizenziert werden. Im Rahmen dieser Inszenierung wird Ihnen die unautorisierte Veränderung von 8 Textpassagen, 5 Gesichtsausdrücken, 2 Reaktionen und 4 Regieanweisungen zulasten gelegt. Laut § 821 des Urheberleistungsschutzrechtsgesetzes wird, ohne dass es einer weiteren gerichtlichen Auseinandersetzung in Ihrem Fall bedarf, folgende Erststrafe verhängt. In den nächsten 3 Jahren dürfen Sie vor nicht mehr als 3 Menschen öffentlich reden, respektive keine geschützten Phrasen, Zitate oder Gesichtsausdrücke mehr verwenden. Wir legen Ihnen zur Kontrolle eine elektronische Sprach- und Mimikfessel um. Im Falle eines Vergehens erhalten Sie umgehend einen Impuls, der Ihre Stimmbänder für die nächsten 14 Tage lähmt. Die detaillierte Auflistung der von Ihnen vorgenommenen unbefugten Veränderungen und Manipulationen eines geschützten Stückes können Sie in Ihrer Akte 7609-863-729-049 nachlesen. Des Weiteren ist das Theater geschlossen. Hallo Cora! Hallo ihr beiden! Überraschung! Was macht ihr denn hier? Ach, wir waren gerade in der Gegend und wir dachten, wir statten unserer Lieblingsschriftstellerin mal wieder einen Besuch ab. Ja, kommt doch rein! Ja, schön! Immer wieder schön hier zu sein. Viel sauberer und aufgeräumter als in unserem Hauptquartier und das riecht auch bedeutend besser. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist auch angemessen für so eine Muse der freien Kultur, wie du es bist. Haben wir dich gerade beim Schreiben gestört? Ja, ein bisschen. Worum geht's denn in deinem neuen Meisterwerk? Also, es ist ein Stück über eine Frau, die gegen alle gesellschaftlichen Widerstände und das System, das ihr alles genommen hat, aufbegehrt und einen Weg findet, sich nicht mit einer Repressionskultur arrangieren zu müssen, sondern alle gesellschaftlichen Schranken zu unterwandern. Nein! Doch. Edles Tröpfchen. Aber sag mal, mit freundlichen Grüßen von UDF? Universal Disney Fox? Ja, ich krieg nur hin und wieder Besuch von denen. Diese Aasgeier. Die kommen immer wieder vorbei und machen mir Angebote, aber ich kooperiere nicht mit denen. Versprochen. Die lassen immer wieder hin und wieder da Geschenke da, aber ich werde nicht mit denen zusammenarbeiten. Ehrenwort. Ja, einem geschenkten Gaul. Cora. Du hast dich verändert. Ich meine, früher, da haben wir bei Demos zusammen in der ersten Reihe gestanden und haben skandiert. Wir wollen nur freie Kultur! Jetzt sitzen wir hier. Oh, und trinken den Fusel vom Feind. Dabei, das war früher eins. Cora und die Bewegung. Die Bewegung und Cora. Gerade deine früheren Stücke, das war essentiell und wichtig für uns. Wir vermissen dich einfach. Wir vermissen dein,
deinen freien Geist, deine Inspiration. Ja, wisst ihr, ich würde so gerne, aber ich habe Rechnungen zu bezahlen. Handfeste Summen, da helfen mir eure freien Lizenzen einfach nicht weiter. Blasphemie ist das, Blasphemie. Aber ich hätte so die Möglichkeit... Hätte Verwertungskette. Solange du nichts unterschreibst, bist du frei. Alles ist in Ordnung. Ach, es geht doch nicht nur ums Unterschreiben von irgendwelchen Verträgen. Es geht ums große Ganze. Unsere Arbeit im Untergrund. Die Bewahrung von freier Kultur, freiem Wissen. Und ohne Schweinemonopolisten, die jeden Furz, der dir entfleucht, lizenzieren wollen. Ja, aber siehst doch mal so. So kann ich wenigstens inhaltlichen Widerstand leisten, statt Protest auf der Straße. Man kann sich auch alles schön reden. Man kann sich auch alles schön trinken. Wie früher? Wie früher. Und weil der Poet ein Poet ist, drum kann er sich nur selbst befreien. Es kann die Befreiung der geistigen Werke nur das Werk der Freigeister sein. Hopp! Sag mal, Cora, machst du eigentlich noch diesen Nachtjob am Staatstheater? Ja. Ich hab gehört, die haben da ein ziemlich gutes Archiv. Ja, ein ziemlich großes sogar. Überleg mal, was so aktivistische Gruppen wie unsere damit anfangen könnten. Ja, da aber... Sind doch bestimmt Stücke drin, die Jahrzehnte nicht gespielt worden sind. Wir würden uns da gerne mal umschauen. Ja, aber was... Wie kommt man denn da rein? Über den Bühneneingang. Und gibt's da einen Retina-Scan oder einen Fingerabdrucksensor, einen ID-Chip? Ich hab da so eine Schlüsselkarte. Könnten wir uns die mal angucken? Das wäre jetzt deine Chance, auch mal wieder was für die Bewegung zurückzugeben. Wir fänden das einen sehr, sehr feinen Zug von dir. Ich weiß nicht. Du musst dir keine Sorgen machen, dein Name wird nirgendwo auftauchen. Na gut. Warst vor 4 Tagen das letzte Mal da? Ja. Dein Geburtstag ist der 12. November? Der 12. November 2012. Können wir uns die mal ausleihen? Bis morgen. Ich weiß nicht. Wir sind vorsichtig, du kennst uns. Na gut, aber nur ausnahmsweise. Weißt du, Cora, das Schönste ist und das Wichtigste, du bist wieder dabei. Du bist wieder aktiv. Und das freut mich einfach vom ganzen Herzen. 1, 2, 3. Gebt die Werke frei! Vorbei. Alles vorbei. Maxi? Maxi? Chrissy? Aua. Guck mal hier, die Requisitenkammer. Kennst du bestimmt noch gar nicht. Nee, hier war ich wirklich noch nie drin, aber was hier überall rumliegt, das ist ja awesome. Oh. Ein Gehirnstrommesser. Nee.
Eine Steckerleiste. Von vor 60 Jahren. Die hatten wir mal am Stück, die Ölung. Da hat Maria mitgespielt. Ah, Maria. Die ganze Bühne war in gleißendem Licht und Maria stolpert genau über diese Steckerleiste. Und alles geht in tiefes Schwarz. Oh! Travis! Ach, Maria. Was für eine Vollblutschauspielerin. Lars Eidinger. Wer war denn Lars Eidinger? Der war ein Charakterdarsteller. Ganz offensichtlich. Ja, wir haben uns menschlich und künstlerisch befruchtet. Guck mal. Oh, das ist organisch. Hier. 100% Cotton. Oh. Sowas gibt's doch heute überhaupt nicht mehr. Da hatte das Theater wirklich bessere Zeiten. Hier, fass mal an. Ja. So schön weich. Oh, und der Duft. Und warm. Oh, wie früher. Das ist die Lösung. Lösung? Hm? Na, guck doch mal, hier sind überall diese seltenen Dinge. Raritäten. Vintage. Ich bin mir 100%ig sicher, da draußen gibt es unglaublich viele Menschen, die genau solche Dinge gerne haben möchten und sehr viel Geld dafür bezahlen würden. Geld, das wir jetzt gut gebrauchen können. Ach, Maxi. Du weißt doch, mir sind die Hände gebunden, der Hals zugeschnürt, der Mund gestopft. Ja. Moneymaker. Shake your moneymaker. Shake your moneymaker. Shake your moneymaker. Shake your moneymaker. Shake your. Mein ganzes Leben hängt hier drin. Ich kann das doch nicht einfach verhökern. Es wäre ja, als ob ich eine Inventurliste anfange. Ja, gute Idee. Kategorie 1. Groß, sperrig und nutzlos. Ja, die ist sehr alt. Die haben wir mal für eine britische TV-Serie gemacht. Hat ein Wissenschaftler gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, ob das funktioniert noch. Boah. Chrissy, das Ding musst du dir unbedingt angucken. Sei vorsichtig, Maxi. Das ist drin viel größer als draußen. Maxi? Maxi?
Frau Winter. Frau Di Lorenzo. So schön, Sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Na hoch, da waren Sie aber besonders kreativ heute. Hm? Habe ich Sie in Ihrem kreativen Fluss gestört? Ja, und ich wäre Ihnen verbunden, wenn ich den Absatz wenigstens noch zu Ende schreiben könnte. Oh, nur zu. Keine Umstände. Möchten Sie mir nicht einen Platz anbieten? Sie waren auch schon mal gastfreundlicher, Frau Winter. Ja, aber damals standen auch nicht dauernd Vertreterinnen und Vertreter Ihres Unternehmens vor meiner Haustür. Wie viele Menschen lesen denn Ihre Stücke so in der Regel? Das weiß ich nicht, das ist mir auch egal. Ach, Sie sind also eine dieser Autorinnen, die ein Werk in die Welt gebären und der es dann total egal ist, wie das Publikum es aufnimmt. Das Konzept mag Ihnen fremd sein, aber ich mag es, meine Ideen als großes Ganzes zusammenkommen zu lassen und mich frei entfalten zu können und das dann zu Papier zu bringen. Die Autorinnen und Autoren von Universal Disney Fox werden in der Regel von tausenden Menschen gelesen. Was sag ich? Hunderttausenden! Monatlich im E-Book-Sektor. In einer Sprache. Würden wir jetzt Ihr Werk übersetzen lassen, nur mal so hypothetisch, dann wären das wahrscheinlich Milliarden Leserinnen und Leser. Naja, sagen wir Millionen Leserinnen und Leser. Das sind ja jetzt alles ganz schöne Zahlen, aber damit wäre wahrscheinlich auch verbunden, dass ich mich von Ihrem Unternehmen inhaltlich und kreativ einschränken lassen müsste. Nicht wahr? Ach, Frau Winter, wir zensieren doch nicht. Das läge uns komplett fern. Wir liefern nur Vorschläge. Wir betreiben exzessives Kundenmonitoring. Wir schauen, nach was die Volksseele so dürstet. Nein, wir zensieren nicht. Wo kämen wir denn da hin? Also, Frau Winter, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber also, wären Sie Autoren bei Universal Disney Fox, könnten Sie sich locker eine Wohnung der doppelten Größe leisten. Was sag ich da? Dreifachen Größe. Mit einem Blick auf die Elbphilharmonie 2. Wissen Sie, diese pinken Sonnenuntergänge in Hamburg, da sage ich immer nur, Hamburg, meine Perle. Und eine unserer Autorinnen hat sich neulich einen Whirlpool geleistet. Wissen Sie, für eine so große Wohnung habe ich überhaupt nicht genug Möbel. Auch an Ihnen interessiert, weil Sie so goldig sind. Was essen Sie denn so am liebsten? Nudeln? Ach ja, Sie gehören ja zu dieser urbanen Bohème, die sich nur von Nudeln und Döner ernährt. Hm? Und jetzt stellen Sie sich mal vor. Handgedrehte Tagliatelle mit einer Soße aus Gorgonzola, Parmesan, sind kleine Tomaten, die von italienischen Kindern in der italienischen... Nein, das ist alles viel zu viel. Und außerdem, ich würde jetzt gern weiterschreiben. Bitte, gehen Sie doch. Ich mache Ihnen sogar die Tür auf. Frau Winter.
Ich lass Ihnen mal etwas hier. Das hier ist eine Aufstellung der Summen, die Sie bei uns verdienen könnten. Inklusive Verwertungsrechte, inhaltliche Vorschläge. Ich lass Ihnen das mal hier. Bussi, Bussi! Oh mein Gott, hier liegt ja noch viel mehr Gerümpel rum. Minidisc? Was ist das? Leute. Vinyl. Es ist voll die Zeitreise, Alter. Abgefahren, dieses Archiv. Die haben ja alles noch in Ordnern. Was brauchen wir denn? Okay. 2012, 14, 17 bis 19. Ja, also 2014, 2016, das dürfte gerade noch safe sein. Danach gab es dieses Handelsabkommen und dann war alles komplett durchlizenziert. Was ist das? Das können wir alles nicht gebrauchen. Universal Disney Fox. Universal Disney Fox. Ich mache immer einen Stapel. Ja, mach mal. Universal. Ach, alles von Universal. Scheiße ist das, ey. Mensch. Riech mal. Oh, Papier. Der Duft der Freiheit. So, und hier. Datenschleuder. Das sieht auch noch ganz interessant aus. Das nehmen wir auch mit. Sind das die Bullen in Zivil? Quatsch, der sieht doch total verstrahlt aus. Hallo, geht's dir gut? Geht's dir gut? Bist du hier vom Theater? Bist du alleine hier? Nein. Doch. Eben war Chrissy noch hier und hat von Maria und also jetzt Chrissy. Die Ölung. So. Nee. Boah, Alter, das ist wieder so eine Scheißaktion hier. Ey. Ist in Ordnung. Mann, was machst du denn da? Achte mal ein bisschen auf die Sicherheit unserer Operation. Was soll ich denn machen? Wir sind doch nicht hier, um
irgendwelche Schauspielerinnen zu retten, die zu viel gekifft haben. Hilf mir mal lieber. Ich pack das mal zusammen. Ich glaube, es hackt. Scheiße! Das sind die Bullen! Los, komm mit! Willst du die etwa mitnehmen? Der hat unsere Gesichter gesehen. Es ist ein Zeuge. Natürlich nehmen wir die mit. Los! Auf deine Verantwortung! Komm schon. No, Bunker, nicht schon wieder. Kommunisten, Staatskommunisten, wo sind die? Das ist ja Hamlet. Das ist so großartig. Das habe ich das letzte Mal in der 7. Klasse gelesen. König, es ist gar lieb und eurem Herzen rühmlich, Hamlet, dem Vater diese Trauerpflicht zu leisten. Doch Vater. Wisst, auch eurem Vater starb ein Vater, ich schon dem seiner und der Nachgelassene soll nach kindlicher Verpflichtung eingezeiht. Vater. Die Leichentrauer halten, doch zu beharren, eigenwilligen Klagen, ist das Tun gottlose Starrsinns, ist würde unmenschlich nicht Leid. Starrs, wie du es warst. Oh. Sehe ich das richtig, dass die Festsetzung der Subjekte nicht gelungen ist? Also, es gab ein paar Komplikationen. Er riecht! Pardon! Sehe ich das richtig, dass die gesamte Aktion kein Erfolg war? Also, so würde ich es nicht ausdrücken wollen. Wir haben weitere Indizien gesammelt. Du bist zu langsam! Sind Sie der Meinung, dass Sie für so etwas bezahlt werden sollten? Also, ich finde schon. Ich mache meinen Job und gebe mir allerbeste Mühe. Ich bin nicht wert. Das muss noch eruiert werden! Ich werde es bei einer Anpassung Ihrer Lohnfortzahlungen belassen. Ihrer beiden Lohnfortzahlungen. Und in nächster Zeit müssen Sie mir beide beweisen, dass Sie nicht gänzlich unnötig sind. Scanner hin. Hier, yeah, trink erstmal was. Danke. Geht's denn besser? Oder ist immer noch schlecht? Ein bisschen flau im Magen. Aber es geht. Sag mal, was hast du eigentlich mitten in der Nacht im Theater zu suchen gehabt? Ich habe Dinge gesucht. Ja, wir auch.
Texte, Inhalte, Stücke? Nee, eher Stoffe, Metalle, Holz. Dinge, die ich verkaufen kann. Ach so. Wir haben Sachen gesucht, die wir verschenken können. Ja, teilen ist das neue Haben. Aber ehrlich, operationell war das eine Scheißaktion. Dass da plötzlich die Bullen da waren und dass wir jetzt so eine, also dass wir die jetzt an der Backe haben. Das hätten wir ja vorher wissen müssen. Die Bullen waren eh schon da. Was? Ja. Ich hoffe doch nicht. Doch. Die sind nach der Premiere gekommen und haben Chrissy dieses Ding um den Hals gelegt. Was für eine Premiere? Ja, was für eine Premiere? Gute Frage. Das war deine Aufgabe, das auszuchecken. Du solltest den Spielplan durchsehen. Sowas müssen wir wissen. Ich habe die Files gecheckt. Im Fahrplan stand nichts von einer Premiere. Offensichtlich nicht genau genug. Wir haben heute gespielt. Verhängnisvolle Verwicklungen. Und dann kam die Content Security und hat das Theater geschlossen. Geschlossen? Moment, wir sind da ganz normal reingekommen. Also normal. Aber ich meine, das ist das, was ich meine. Wir müssen schneller sein als die Cops. Wir waren schneller als die Cops. Ja. Und wir haben ja wohl auch ein bisschen was mitgenommen, ja, oder? Ja, ja, ja. Also während ihr hier Kaffeeklatsch gemacht habt, habe ich das meiste schon gesichtet, eingescannt und hochgeladen. Also der größte Teil ist jetzt auf Open Data Bay und da sind ein paar 100 Peers, die sich das schon ziehen. Ja, super. Ergebnisse für die Bewegung, das kommt nicht vom Blasenquatschen. Open Data was? Open Data Bay. Wir suchen nach Inhalten, die noch nicht von UDF lizenziert sind. Und machen sie zugänglich. Sag mal, für alle. Vorsichtig. Wir wissen immer noch nicht, wer das ist. Aber es ist doch eh alles von Universal Disney Fox lizenziert. Mädchen, ich mag deine Naivität, aber lass dir mal von einem alten politischen Aktivisten sagen, es gibt so Ecken im Netz, da kommt Universal Disney Fox auch nicht ran. Ich bitte dich, du kannst doch noch nicht einmal den Sonnengruß machen ohne die freundliche Unterstützung von Universal Disney Fox. Und das Ding hier ist eh kaputt. Das hat uns von ihm im Stich gelassen. Noch nicht einmal das Datum stimmt. Ist doch perfekt synchronisiert. Jo. 29.12.2042. Das ist das heutige Datum. 2042? Ja. 2112. Nein. Doch. Wir leben im Jahr 2112. Nein. Nein. Doch. Wenn wir das Jahr 2112 hätten, wäre ich jetzt weit über 100. Sehe ich aus wie über 100? Ein externer ID-Chip. Hör auf, mich zu verarschen. Von einem Wissenschaftler gebaut. Was redet die dann jetzt schon wieder? Für die Adaption einer britischen TV-Serie. Wovon redest du? Sie wurde von einem Wissenschaftler gebaut. Und ich bin da einfach bloß rein und hab so 2, 3, 4 Knöpfe gedrückt. Was erzählst du uns hier eigentlich? Wovon redest du? Na, von der Tür. Ich bin einfach bloß rein, habe diese blöden Knöpfe gedrückt, dann wurde alles hell, es drehte sich, ihr wart da, und dann ging diese blöde Sirene los und dann... Contenance. Chrissy kann mir helfen. Chrissy weiß das. Was ist das denn? Wow. Chrissy? Sie spricht mit ihrem Arm. Chrissy? Wen versuchst du denn zu erreichen?
Chrissy, den Regisseur. Chrissy? Und der wohnt in deinem Arm? Nein, Mann. Wir sind connected. Normalerweise. Ja. 2112. Nein. 2042. Ja. 2112. Externe IDs. Open Data Dings. Komische Klamotten. Na, hör mal. Kann es. Also, oh Gott. Kann es möglich sein, dass ich in der Zeit gereist bin? Zeitreisen, die spinnt. Mit der Tür? Es gibt gar keine Zeitreisen. Ja, nicht in der Gegenwart. Aber. Wenn sie wirklich aus der Zukunft kommt, ich meine, im Jahr 2112, vielleicht haben sie es endlich geschafft, Wurmlöcher zu kontrollieren. Und was gibt's so in deiner Zukunft? So fliegende Autos? Unendliche, saubere, freie Energie für alle. Weltfrieden. Medikamente gegen Schnupfen. Hoverboards, mit denen man übers Wasser fliegen kann. Ja, aber nur, wenn du die entsprechende Lizenz hast. Die kostet ein Vermögen. Und das ist jetzt auch völlig irrelevant. Das mit der Lizenz klingt mir wiederum realistisch. Ich muss zurück. In das Theater. Zu der Tür. Das geht so einfach nicht. Also, Moment mal. Also, das letzte Mal, als wir da reingekommen sind, da haben wir ein bisschen mehr logistischen Aufwand. Das hier ist ein ganz, ganz schlechter Albtraum. Ich bin hier völlig fehl am Platz. Und deswegen muss ich in dieses Theater. Müssen wir noch mal bei Cora vorbei. Ja, die haben die Schlüsselkarte doch eh geändert. Ja, müssen wir noch mal zu Cora. Der Code geht wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Hä? Ja, wir besuchen also, die mal. Die kann uns noch helfen, noch mal ins Theater reinzukommen. Wäre auch eine Gelegenheit, bei Cora dann so einen Störfaktor loszuwerden. Hast du mich gerade Störfaktor genannt? Nein, ich meine, so eine echte Zeitreisende. Das wäre Anschauungsmaterial für eine Schriftstellerin wie Cora. Da kann man vielleicht wirklich was draus machen. Auf, komm! Noch ein Stückchen, Cora? Oh ja. Ich weiß nicht mehr weiter. Ach komm. Du weißt, ich war immer nur im Theater. Ich kann gar nichts anderes. Ich war so naiv. Weißt du,
Ich wollte doch nur, dass die Menschen mitfühlen können. Fühlen, richtig, eintauchen in die Geschichte. Ich denke, das ist doch nicht so viel. Und jetzt schlagen sie mich und verwanzen mich wie ein Hund. Und das alles nur, weil ich so ein bisschen von der Vorlage abgewichen bin. Und ich weiß nicht, wo Maxi ist. Maxi? Ja, Maxi. Diese junge, talentierte Schauspielerin aus dem Ensemble. Wir waren im Requisitenlager und da ist sie in diese Tür gegangen, du weißt schon, die wir gebaut hatten für dieses britische TV-Stück. Die wird schon wieder auftauchen. Du weißt doch, wie diese jungen Dinger so sind. Ja. Vielleicht hast du recht. Vielleicht doch nicht. Was hat es denn alles für einen Wert, wenn du nicht mehr das machen kannst, was du liebst, was du machen möchtest, dann ist es doch irgendwas anderes. Was hast du dir eigentlich auch dabei gedacht, einfach so ein Stück zu verändern? Ich meine, das bist du schon ein bisschen selber schuld, nicht wahr? Verändern? Ich habe es inszeniert. So ein Stück ist doch nicht dafür da, dass man es 1:1 auf die Bühne rotzt. So sind aber nun mal die Regeln. Und an die Regeln muss man sich halten. Seit wann gibt es in der Kunst Regeln? Du müsstest es doch am besten wissen. Du hast damals die Grenzen ausgetestet. Ja, aber dafür musste ich auch große Opfer bringen. Große Opfer. Was hast du denn für Opfer gebracht? Das ist jetzt schon so lange her, da kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Weißt du, sie haben mir alles genommen. Ich darf nicht mal mehr von Menschen reden. Nicht mal mehr privat. Wo wir gerade bei privat sind. Wie geht es dir denn sonst so? Noch eine Praline? Du bist die Beste. Frau Dr. Bacon Schmidt. Frau Di Lorenzo.
dass Sie mich einmal in meiner Mittagspause beehren würden. Ja, da haben Sie doch Jahre drauf gewartet, dass Sie das mal sagen können, oder? Frau Di Lorenzo, Sie schmücken die. Danke, 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 danke. Wissen Sie, ich war auch gerade erst bei meiner Kleinen. Manchmal, da brauchen Frauen einfach so ein bisschen... Ja, ja, weiter oben, weiter oben, ja. Frau Di Lorenzo, bitte. Zu viele Informationen, zu wenig Inhalt. Bitte. Was führt Sie zu mir? Ach, Sie kleine Spielverderberin. Hm? Nun ja, kommen wir mal zum Ernst der Sache. Wir bei Universal Disney Fox sind seit geraumer Zeit hinter einer gewissen Autorin her. Frau Dr. Cora Winter, Belletristik und Drama, die sich aber partout weigert, mit uns zu kooperieren. Also, ich mag das ja eigentlich, wenn sie sich am Anfang so ein bisschen zieren, aber diesmal geht mir das gewaltig auf den Keks. Frau Dr. Winter gehört nicht zu meinem Zuständigkeitsbereich. Ich denke schon. Nun ja, wir haben sozusagen im Rahmen unserer, nennen wir es, Akquise, eine kleine Komplettüberwachung dieser Autorin eingeleitet. Und was glauben Sie, was wir da entdeckt haben? Diese Autorin trifft sich hin und wieder mit ein paar ominösen Subjekten. Ich glaube, Ihre Institution nennt solche Subjekte Urheberrechtsaktivisten, Kulturterroristen, irgendwie sowas. Nun bin ich ganz Ohr. Ah, wir sind doch Menschen, die gerne etwas fürs Auge haben. Das hier ist eine Aufnahme von vor wenigen Tagen, wie die zwei Kulturterroristen an der Wohnung von Frau Winter klingeln, dann switch zur Innenkamera, wie sie in ihre Wohnung eintreten. Das Gleiche passierte vor... Ups. vor 17 Tagen und... Oh, Entschuldigung. Vor 43 Tagen. Frau Dr. Winter, interessiert uns immer noch nicht. Aber das, was Sie mir da zeigen, ist von rechtsstaatlicher Relevanz. Auch wenn ich das leider nicht als Beweismaterial verwenden kann. Und Sie wissen, wir könnten Beweismaterial dringend brauchen in unserem Kampf für das Urheberrecht, ja, von dem auch Sie profitieren, ja. Sie und Ihre Firma. Und diese Subjekte, diese ja. Kommunisten, wie die ja. sich nennen. Sie ja. Da ist es doch so schön, dass wir zwei Hübschen heute hier zusammen sind. Ich habe nämlich noch etwas für Sie. Wir haben Connections in so ziemlich jedes Theater dieses Landes. Unter anderem auch ins Staatstheater Hamburg. Na? Klingelt da etwas bei Ihnen? Meine Informantinnen haben Sie neulich dabei beobachtet, wie Sie in das Staatstheater eingedrungen sind, um ein paar Kulturterroristen zu fangen, die Ihnen leider entwischt sind. Und jetzt, was glauben Sie, wie diese beiden Kulturterroristen in das Theater reingelangen konnten? Mit dieser Schlüsselkarte. Und diese Schlüsselkarte gehört ganz zufällig Frau Cora Winter. Wissen Sie, ich habe einfach nichts in der Hand gegen diese Frau Winter. Wenn jetzt aber auf einmal der Staat, unser geliebter Staat, ein Interesse an ihr entwickeln könnte wegen ja, krimineller Aktivitäten, dann sähe das Ganze vielleicht schon ein bisschen anders aus. Was sind Ihre Bedingungen?
Frau Winter bleibt straffrei, wenn sie kooperiert. Und Sie haben danach nichts mehr mit Ihrem Fall zu tun. Deal. Deal. Intrigant, illegal und das mit System. Das ist unsere Gelegenheit, zuzuschlagen, bevor wir uns noch weiter mit ihr plagen. Universal Disney Fox kennt seinen Markt. Wir wissen hier, was glücklich macht. Subversive Autoren will doch keiner lesen. Intellektualität bringt uns in die Miesen. Alles für die Kunst. Alles für das Publikum, alles für die Kunst. Kritik und Widerspruch verblassen im Dunst. Alles für die Kunst. Alles für das Publikum, für euch Publikum. Wir sind das neue Geschmacksministerium. Andere Meinungen lassen wir doch zu. Zensur ist für uns doch auch ein Tabu. Solange Kritiker in unserem Sinn agieren, die Geschichte muss einfach funktionieren. Und was funktioniert, das ist doch klar. Für die großen Liebe-Kampfshots, ach wie wunderbar. Niedliche Cartoons für die ganz Kleinen. Nachfrage reguliert den Markt im Allgemeinen. Alles für die Kunst. Alles für das Publikum, alles für die Kunst. Kritik und Widerspruch verblassen im Dunst. Alles für die Kunst. Alles für das Publikum, für euch Publikum. Wir sind das neue Geschmacksministerium. Alles für die Kunst. Kritik und Widerspruch verblassen im Dunst. Alles für die Kunst. Alles für das Publikum, für euch Publikum. Wir sind das neue Geschmacksministerium. Seid ehrlich, wir sind hier nicht die Bösen. Wir wollen euch von der Auswahl der vielen erlösen. Ein bisschen Splatter, ein Happy End. Entspannte Unterhaltung zum Feierabend. Frau Di Lorenzo. Sie empfangen mich mit offenen Armen. Das ist aber niedlich von Ihnen. Oh, Nudeln. Nom, 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 nom. Frau Di Lorenzo, was wollen Sie? Mm. Zunächst ein bisschen mehr Salz. Frau Di Lorenzo, ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, ich will und werde nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Bitte, gehen Sie! Was sind Sie denn schon wieder so stur?
Komm, setzen Sie sich doch. Hm? Wissen Sie, ich bin übrigens heute auch hier, weil ich eine Information habe, die für unsere gemeinsame Zusammenarbeit durchaus von Interesse ist. Frau Dr. Winter? Sie sind verhaftet. Was? Wieso? Tun Sie bitte nicht so unschuldig. Sie kooperieren mit terroristischen Subjekten. Mit Kommunisten, wie Sie sich nennen. Das ist kein Kavaliersdelikt. Mein Kollege hat Ihnen ausgerechnet, wie viel Ihnen dafür blüht. 63 Jahre und 4 Monate. Sie können mir gar nichts beweisen. Ha! Frau Dr. Winter, natürlich gibt es Evidenzen. Also, das können Sie, kann ich erklären. Wissen Sie, ich, ja, ja. Also, da war dieser Mann und der... Frau Dr. Winter, ich wiederhole mich nur sehr ungern. Sie kooperieren mit terroristischen Subjekten. Das ist eine Straftat. Aber wir sind ja keine Unmenschen. Vielleicht gäbe es da eine Möglichkeit. Sie wissen um den Aufenthaltsort dieser terroristischen Subjekte. Und Sie werden uns diesen Aufenthaltsort zuteil werden lassen. Und im Gegenzug wird die strafrechtliche Verfolgung Ihrer Person ausgesetzt. Dann hat auch dieses unrühmliche Kapitel Ihres Lebens ein Ende. Das kann ich nicht tun. Dann wollen Sie also die nächsten 63 Jahre und 4 Monate nicht mehr schreiben? Ha! Außer vielleicht auf Toilettenpapier. Nein, das geht auch nicht. Also? Aber die Bewegung hat endlich ein Ende. Frau Winter, Sie müssen das auch mal als Chance begreifen. Sie können in Freiheit weiterschreiben. Aber wenn ich die Bewegung verrate, dann liest mich doch niemand mehr. Ach, Frau Winter, wir bei Universal Disney Fox werden Sie in unsere wärmenden Arme einschließen. Sie werden bei uns ein sicheres Zuhause haben. Die Menschen werden Sie lieben. Menschen, bei denen es egal ist, ob sie ein paar moralische Unebenheiten in ihrem Lebenslauf haben. Menschen, die einfach nur zur Entspannung, zum Feierabend ein gutes E-Book lesen wollen. Wir werden alle zufrieden und glücklich sein. Also, Frau Dr. Winter, können wir mit Ihrer Unterstützung rechnen? Knast oder weiterschreiben? Och, wie würde ich mich denn da jetzt entscheiden? Also gut, ich werde mit Ihnen zusammenarbeiten. Wie bitte? Ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden. Ja, ich zeige Ihnen, wo Sie sind. Ich glaube, die Menschen auf den billigen Plätzen haben das immer noch nicht verstanden! Ja! Ich kooperiere! Aber bitte lassen Sie mich vorher noch kurz mit Ihnen reden. Meinetwegen. Es ist so schön, wenn alles so unkompliziert und einfach verläuft. Hm? Es ist schön, wenn der Rechtsstaat funktioniert.
Cora? Hallo? Cora? Moment mal, wir können doch hier nicht einfach so rein. Ah, komm, das ist in Ordnung. Kein Problem. Die Tür war gar nicht abgeschlossen. Cora? Nicht richtig ins Schloss gefallen. Hier ist er auch nicht. Ich versuch's mal zu erreichen. Tot. Der Anschluss. Mir gefällt das alles nicht. Ah, wahrscheinlich ist sie nur kurz rausgegangen, irgendwie was zu rauchen holen oder so. Na bestimmt. Weil die Menschen vom Zigarettenhuren auch immer sofort wieder alle zurückkehren. Du willst doch zurück ins Theater. Und sie ist die Einzige, die uns da helfen kann. Das ist in Ordnung. Cora ist cool. Niemand unterstützt uns so wie unsere Freundin Dr. Cora Winter, die Muse der freien Kultur. Cora Winter? Ja! Schriftstellerin? Ja. Die Autorin von so Bestsellern wie Das Mädchen mit dem grünen Schal. Oder. Die Drachentöter. The Chronicles 1 bis 4. Die Stücke sagen mir jetzt nichts, das muss... Im Auge des Orkans. Das muss irgendwie aus ihrem Spätwerk sein, aber... Wow. Dass ich mal in der Wohnung von Cora Winter stehe. Das glaubt mir nie einer. Also, das freut mich, dass Cora Winter auch noch in deiner Zeitleiste ein Begriff ist und auch da noch die Herzen der Menschen in Brand setzen kann, sozusagen. Unbedingt. Jedes Theater, das etwas auf sich hält, setzt Cora Winter auf den Spielplan. Sie ist die unumstrittene Meisterin des Gefühls. Des Gefühls? Naja, so würde ich das jetzt nicht nennen. Meisterin des Gefühls. Sicher ist da auch Gefühl dabei, aber... Genau. Kennst du das? Die Festung. Die Festung. Revolutionäre Literatur von Dr. Cora Winter. Durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne konnten wir das sogar drucken lassen. Das war ein großer Schlag ins Gesicht der Copyright-Industrie und ein Erfolg für die Bewegung. Lies das mal. Die Festung. Es ist so eine Art Manifest der Wissensallmende. Prolog. An der Küste. Küste? Küste ist natürlich eine Metapher, klar. Schleifer schleift. Schleifer, das sind wir alle. Schleifer. Ich stand an der Küste und redete. Vor mir die Mauern. Keine Glocken läuten. Du kommst zu spät. Zu spät! Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also, Aussage der Stück ist quasi vorweggenommen. Wer sind die Leichen im Leichenwagen? Um wen hört man kein Schreien und Klagen? Wer... Stopp diesen Leichenzug. Das ist große Literatur. Das ist anders. Irgendwie gut. Also die Texte, die ich von Cora kenne, die sind wirklich in einem ganz, ganz anderen Stil geschrieben. Blumiger. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das am besten erklären soll. Ich zeig's euch. Ich bin ja Schauspielerin, ne? Also, da gab es dieses Stück, auch ein Bestseller, hättest du sehen sollen. Der Mann mit dem silbernen Hut. Da gibt es diese Schlüsselszene zwischen dem Mann und der Frau. Die zeige ich euch jetzt mal. Was hast du mit der Ehe, die weiß? Ja, selbst die beste Schauspielerin ist sich immer textsicher, ne? Genau, also diese Schlüsselszene zwischen dem Mann und der Frau. Ich bin die jetzt beide, immer abwechselnd.
Ihr müsst euch da jetzt so ein bisschen mit hineinversetzen. Aber ich bin optimistisch, ihr kriegt das hin. Okay. Aber Russell, wie konntest du nur? Ninifee, bitte. Ich hab das so nicht gewollt. Russell? Ich weiß nicht, was ich dir noch glauben soll. Ich habe dir meine dunkelsten, tiefsten Geheimnisse anvertraut. Und du? Du bist ein kaltherziger Verräter. Ninifee, bitte, so ist das nicht gewesen. Russell, ich glaube dir kein Wort. Geh. Geh zu deiner Tante. Und lass mich hier zurück mit diesem Scherbenhaufen aus zerbrochenen Träumen. Ninifee, geh nicht. Diese kleine Tablette wird mich in die wohlige Wonne eines traumlosen Schlafes. Und du willst mich verarschen? Nein. Ich dachte, du bist Schauspielerin. Bin ich doch auch. Das ist da der letzte Dreck. Also wenn du mich fragst, das klingt wie direkt aus dem Dramengenerator von Universal Disney Fox gefallen. Das ist ja auch von Universal Disney Fox. Na Moment, Cora ist doch nicht bei Universal Disney Fox. Ja, doch. Wie alle anderen auch. Universal Disney Fox kümmert sich eben um die Kunst. Das ist keine Kunst. Das ist weichgespültes Geseier und Geschwurbel. Nein, 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 wir haben hier einen viel wichtigeren Punkt. Cora ist bei Universal Disney Fox? Ja, die bezahlen die Gehälter. Das ist der Feind. Das ist das Krebsgeschwür am Arsch der Kulturindustrie. Das kannst du doch nicht wollen. Naja, künstlerisch herausfordernd ist das jetzt nicht unbedingt, was einem da so immer angeboten wird. Aber du hast halt keine Wahl. UDF ist der Markt. Markt? Markt? Ja, den bedienst du halt, indem du was spielst. Das, was das Publikum ersehnt in seinem tiefsten Herzen. Ich befürchte, Cora bekommt tatsächlich nicht nur Schnaps von denen. Was hast du denn da? Einen Vertrag zur Überlassung und Verwertung von Urheber-, Leistungs- und Nutzungsrechten schriftstellerischer Arbeiten mit erheblicher Schöpfungshöhe. Da geht es um Verfilmungen, um Serien, Groschenromane, Computerspiele. Oh. Hui! Keine schlechten Summen. Aber noch ist nichts unterschrieben. Besser ist das! Besser ist das, dass das noch nicht unterschrieben ist! Besser? Wieso besser? Also, wie soll man denn sonst als Künstlerin zu Geld kommen? Bitcoin-Geflatter. Abonnements. Spezialausgaben. Live-Auftritte. Das sind alles nur Details im Vertriebsmodell. Es geht uns ja ums große Ganze. Um die Freiheit. Das, was ihr vorhin gemacht habt. Ja. In eurer Höhle. Ja. Dieses Open Data Bay. Open Data Bay. Also, ihr nehmt Texte und stellt die ins Internet. Ja. Ohne die Zustimmung von Universal Disney Fox. Für die Bewegung! Zum Runterladen! Für alle! Für alle. Das heißt, dass man so eine Texte dann auch einfach inszenieren kann? Ja. Aufführen kann, ohne pingelige Vertragsklauseln, ohne Einschränkungen.
und ohne Polizeiintervention auf Theaterpremieren? So sieht's aus. Wow. Aber ihr müsst doch vollkommen wahnsinnig sein. Ja, das ist unsere Aufgabe. Texte wie die Festung. Einfach so spielen zu können. Ja. So in, bei mir, also in der Zukunft, da gibt es nur noch UDF. Und alles, was die produzieren, ist wie die Geschichte von Raffel und Ninifee. Opium für die Massen. Nichtssagendes Geschwurbele. Sowas Brisantes. Sowas Subversives. Ja. Wie die Festung. Das würden die niemals produzieren. Das würden die nicht zulassen. Aber genau das. Das sollten die Menschen doch sehen. Das muss gezeigt werden. Und nicht dieses Geseiere überall. Alle schreiben für UDF denselben Rotz. Alle. Aber wenn so schlaue, intelligente Köpfe wie Cora andere Möglichkeiten hätten, andere Wege finden und nicht für UDF schreiben würden, dann gäbe es vielleicht der Vertrag ist auch nicht unterzeichnet. Ist er nicht? Ihr dürft nicht zulassen, nein, dass Cora ihren Namen unter diesen Vertrag setzt. Jawohl. Ihr, die Bewegung, Open Data Bay, ihr seid die Einzigen, die dafür sorgen können, dass es in Zukunft eine Kunst ohne UDF geben wird. Ihr seid die Einzigen, die sie in die Schranken weisen können. Ihr dürft nicht zulassen, dass Cora diesen Vertrag unterzeichnet. Ihr müsst sie aufhalten. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Das ist unsere Chance, die Geschichte umzuschreiben. Liebe Cora, falls du diesen Vertrag unterzeichnen solltest, sind wir geschiedene Leute. Jawohl. Jo und Mo. Und Maxi. Und Maxi. PS, meld dich doch mal. Wir machen uns Sorgen. Ja, hoffentlich findet sie das. Ja, und jetzt? Erstmal zurück ins Hauptquartier, oder? Zurück ins Hauptquartier. Ihr habt schon auf dem Schirm, dass ich nochmal ins Theater muss? Also ohne Cora kommen wir da jetzt erstmal nicht rein. Und sag mal so, in unserem Hauptquartier, da hättest du auch Gelegenheit, dich für die Bewegung ein bisschen nützlich zu machen, nicht wahr? Keine Angst, wir haben noch viele gute Bücher da, von denen du sicher noch nie was gehört hast. Lass uns gehen. Los.
Cora! Was machst du denn hier? Gott sei Dank, hier bist du. Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir waren bei dir zu Hause gewesen. Ja, wir haben diesen Vorvertrag gefunden. Du redest schon wieder, immer noch, mit diesen Leuten von UDF. Ich hatte doch keine Chance. Was hätte ich denn tun sollen? Also, ich bin stolz auf dich, dass du standhaft geblieben bist. Was meinst du mit keine Chance? Ich hatte doch keine Wahl. Es ging alles so schnell und es war alles so... Die hatten die Cops dabei. Und Kooperation mit dem Staatsfeind. Urheberrechtsterrorismus. Irgendwas so vorgeworfen. Gott sei Dank bist du da rausgekommen. Sie haben mir dann ein Ultimatum gestellt. Entweder ich zeige ihnen, wo ihr seid, oder ich komm da raus und kann wenigstens bei UDF weiterschreiben. Ja und? Was und? Du hast es geschafft, da wegzukommen, oder? Ja, indem ich den Deal eingegangen bin. Was? Das glaube ich jetzt nicht! Cora! Du hast uns verraten. Cora, wir waren Freundinnen im Kampf um die Freiheit des Individuums und des Werkes. Also vor allen Dingen des Werkes, aber auch des Individuums. Das sind wir doch auch noch. Das sind wir jetzt nicht mehr. Bei der erstbesten Gelegenheit gleich einknicken und für ein bisschen bürgerlichen Luxus alles verraten. Bürgerlicher Luxus? Entschuldigung, dass ich auch mal was essen möchte. Das ist scheiß materialistisches Konsumgedankengut, was du hier verbreitest. Bo, die ganze Zeit haben wir eine Schlange an unserem Busen genährt. Jo, überleg doch mal, Gefängnis. 63 Jahre nicht mehr schreiben können. So kann ich das Ganze wenigstens aus dem Inneren heraus bekämpfen. Die Schlange aus dem Inneren heraus bekämpfen. Nein, das kannst du nicht. Gegen UDF kann man sich nicht behaupten. Jo. Jo, hör doch mal. Ich kann nur schreiben. Ich will nur schreiben, aber... Ich muss auch leben können. Es gibt aber kein richtiges Leben im falschen Verdacht nochmal. Es darf überhaupt kein Leben geben unter den Stiefeln von diesen Urheberknechten, diesen Content-Mafia-Bossen. Darum geht es doch überhaupt. Nicht um ein paar befreite Werke, sondern darum, alle Verhältnisse umzustürzen, unter denen der Mensch ein vom Urheberrecht geknechtetes, erniedrigtes, verächtliches, verlassenes Wesen ist. Jetzt beruhig dich halt mal. Hör du mir auf! Hör du mir auf mit deinem Flausch-Opportunismus! Du, Cora! Du hattest die Chance, jo, Teil von etwas ganz Großem zu sein! Durch dich hätten tausend Blumen freier Kultur blühen können! Du hast das alles weggeworfen! Du hast deine Ideale verraten! Du hast alles verkauft! Du hast dein Leben verwirrt! Hey! Was hast du da? Lass da! Gott! Jo! Die Geschichte wird mich freisprechen. Cora!
Wegen dir ist mein Profit dahin! Frau Di Lorenzo! Das war nicht der Deal! Das war auch nicht Teil der Abmachung! Delete Logfile. Hier, das... Das ist diese Tür? Ja. Scheiße. Na. Und? Du hast das Datum? Ja. 29.12.2112. 23.34 Uhr. Mach mal lieber 23.42 Uhr. Sicherheitshalber. Okay. Ich meine, damit du nicht selber über den Weg läufst. Dann trennen sich jetzt unsere Zeitlinien. Soll es jetzt echt gewesen sein? Seit Jahren versuche ich den Leuten zu erklären, dass es was Besseres geben muss als gesetzlich beschränkte Verwertungsrechte. Dass es was anderes geben muss als die GEMA, dass DRM nicht funktioniert, dass wir ein Recht auf Remix brauchen. Und jetzt? Cora ist tot. Jo ist im Knast. Und die Cops sind hinter mir her und... Und der dir wahrscheinlich auch. Dann komm mit. Hier hast du ja nichts zu verlieren. Aber wenn das eine echte Zeitmaschine ist. Ich kann bestätigen, es handelt sich dabei um eine funktionstüchtige Zeitmaschine. Wir könnten auf Dinosauriern reiten. Und sofort gefressen werden. Wir könnten uns die Pyramiden anschauen. Sand, überall Sand. Das Zeitalter der Aufklärung. Pest und Cholera. Zurück nach Berlin, in die 30er. Und den Zweiten Weltkrieg verhindern. Und den Dritten... auslösen. Wir könnten nach gestern zurück und die Scheiße verhindern, die wir angerichtet haben. Und dann laufen wir unserem gestrigen Ich über den Weg und das gesamte Raum-Zeit-Kontinuum bricht zusammen und das gesamte Universum implodiert. Naja, aber du weißt, dass dein 2112 auch nicht mehr das Gleiche sein wird. Ja, aber ich will einfach nur weg von hier. Ich will nach Hause. Eigentlich wollte ich schon immer mal in die Zukunft. Du
Du willst mich mitnehmen? Ja. So als Companion? Ja. Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Ihr wart ein ganz, ganz großartiges Publikum. Es hat eine riesen, riesen Freude gemacht und wir möchten diesen Augenblick jetzt ganz kurz noch nutzen, um ein paar Leuten Danke zu sagen. Das sind einmal Leute von unserem eigenen Team. Sven Wagner, der die ganze Technik koordiniert hat. Dann Vivian Pöltl, die unsere Maske gemacht hat, die uns so wundervoll hergerichtet hat. Vielen Dank. Und ja, wir möchten dem Team des 31C3 einen ganz großen Dank aussprechen. Wir haben uns hier unglaublich willkommen gefühlt. Es wurde sich rührend um uns gekümmert und wir können da gar nicht genug Danke sagen. Das geht los bei Stefan Urbach, der ja alles mit uns letztendlich koordiniert hat. Das geht weiter bei den ÜbersetzerInnen Murphy und Anwen, die das ganz, also ihr hättet es hören müssen, es war wirklich großartig. Die haben da ihr ganzes schauspielerisches Talent mit reingelegt bei der Übersetzung. Und ja, und vor allem unseren vielen Engeln, ich weiß jetzt letztendlich gar nicht, wie viele wir hatten, also es waren bestimmt sechs Hunderte. Milliarden! ohne die wir das hier gar nicht so geschafft hätten, die uns beim Aufbau bei allem Möglichen geholfen haben. Und das war irgendwie ganz, ganz toll. Wir sind super gerührt und ja, und schön, dass ihr da wart. Ja, und was fehlt letztendlich noch? Also. Für die Bewegung, zum Runterladen, für alle!